Ja, gab es mal irgendwas ganz Besonderes, wo du nahe des Wahnsinns warst? Zu Hause, hier noch nicht. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? In den letzten Monaten haben wir euch gezeigt, welche Bereiche wir innerhalb der Serienfertigung haben. Ihr habt euch angesehen den CNC-Bereich, also die Zerspannung, das Kleben, die Endmontage. Und jetzt haben wir noch einen Bereich, den ihr noch nicht kennt. Und zwar geht es da immer um Einzellösungen, Sonderbauteile, können allerdings auch mal mehrere sein, Laufstege, Leitern, Treppen, Spritzschutzeinrichtungen, alles, was man so benötigt. Das ist unser GFK-Sonderbereich und den schauen wir uns heute mal an. Ja, Martin, wir sind jetzt hier im Bereich der Sonderkonstruktion. Du bist hier Vorarbeiter für die Sonderkonstruktion, aber was heißt das genau? Also wir machen hier hauptsächlich GFK, ja, Leitern, Bühnen, Spritzschutze und sowas, also was der Wunsch extra Wünsche hat und das dann aus GFK. Also im Endeffekt Kundenprojekte, die einmal auftauchen, nicht so wie im Rest der Fertigung, wo wir oftmals eine Serie haben, sondern wirklich einmal Projekte, wo Zeichnungen für angefertigt werden und das dann umgesetzt werden muss. Richtig, oder zwei, dreimal, aber keine Massenfertigung. Keine Massenprodukte. Ja, gab es mal irgendwas ganz Besonderes, wo du nahe des Wahnsinns warst? Zu Hause, hier noch nicht. Gut, so hat man das dann von wegen, boah, wie machen wir das jetzt? Aber irgendwie trickst man das dann doch zusammen. Ja. Man findet Lösungen, wie man das auch wirklich montieren kann. Ne? Ja. Das Ding ist einfach, wir bekommen eine Zeichnung, machen es hier fertig, bauen es zusammen, dann kommen wir auf die Montage und dann sind da 1000 Leitungen und unser komisches Ding muss da irgendwie drin. Ja. Da denkt man dann wirklich, wie soll das jetzt gehen? Ja. Aber dann muss man das teilweise wieder auseinanderschrauben und dann passt es. Ne? Ja. Das ist ja auch oftmals so, man kriegt irgendwelche Vorgaben oder kennt eine Situation vor Ort. Dann wird geplant, es wird abgesegnet. Gut, und dann kommt aber irgendein Rohrbauer oder sowas und hat dann eine Leitung langgezogen, die wir nicht eingeplant hatten. Ne? Moin Johannes. Moin. Hi. Wir sind jetzt hier gerade im Schleif- und Entgratungsbereich. Kannst du uns mal erzählen, was hier gemacht wird? Ja, wir hier entgraten und schleifen alle Teile, die aus der CNC oder aus dem Zuschnitt kommen. Das heißt, alle Schnitt-, Fräs- und Bohrkanten müssen wir entgraten und teilweise auch Radien dran schleifen. Ja, einfach auch, damit das beim nachfolgenden Lackieren auch wirklich gut aussieht, ne? Ja. Und man ein tolles Bauteil hat. Ne? Richtig. Ja. Dann habt ihr auch manchmal noch so Spezialfälle, habe ich schon mitgekriegt, so wie 3D-Teile. Ja, wir haben manchmal auch Spezialfälle, wo wir dann noch extra wieder schleifen oder fräsen müssen oder auch noch Löcher nachbohren müssen. Ja, Sachen, die dann auch... Weil die an der CNC einfach nicht gemacht werden kann, weil die Maschine da nicht drankommt, ne? Ja, genau. Um zum Beispiel ein Loch zu bohren oder stimmt, was wegzufräsen. Genau. Ne? Hier kann man noch schnell was machen, ohne dass es Geld kostet. Genau. Ja, ja, weil wenn es erstmal die nächsten Schritte gemacht hat, dann geht es richtig hinterher ins Geld. Wenn man wenn einem in der Endmontage auffällt, dass man irgendwas falsch gemacht hat, dann wird es teurer. Ja. Ne? Ja, das ist richtig. Auf der CNC werden ja oftmals größere Losgrößen gemacht. Ja. Und ihr teilt die hier, wenn ich das richtig weiß, auch noch auf. Wir kommissionieren die dann entsprechend zum Beispiel fürs Kleben. Wenn dann eine größere Stückzahl gemacht worden ist, gehen wir hin und bekommen die Klebeaufträge und kommissionieren entsprechend die Teile, die zum Kleben brauchen. Ja, genau. Manchmal ist es echt so, dass die Bauteile von hier schon verschickt werden an Kunden, wenn kein Kleben, kein... zum Beispiel V-Pool. Nächste Woche machen wir einen V-Pool fertig. Ja. Der wird hier gleich so verpackt, dass der direkt von hier zum Kunden, der wird vom Kunden abgeholt. Genau. Wenn nicht geklebt wird, aber zum Lackierer geht, machen wir das auch. So wie es auf dem Auftrag steht, wird gepackt und zum Lackierer geschickt. Ja, also besten Dank nochmal an alle Mitarbeiter, die sich hier vor die Kamera gestellt haben, die Interviews mit uns geführt haben, die ja auch sehr interessante Einblicke einfach in die Fertigung gegeben haben. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Sieht man auch an den Zuschauerzahlen, weil diese Videos laufen auch relativ gut. Und ich glaube, so kriegt auch der Zuschauer einen ehrlichen Einblick, was hier in der Firma und in der Fertigung passiert. Wenn du unser nächstes Video sehen möchtest, dann abonniere den Kanal, betätige die Glocke, weil die Glocke sorgt dafür, dass du eine Information bekommst, wann praktisch die Live-Schaltung unseres nächsten Videos ist.